Jungle zu spielen, muss man schon 2 bis 3 Minuten warten in Queue. Also gibt es wirklich Hurensöhne, die von sich aus selber denken: Ja, Mann, ich bin Jungle Main. Queue warten die jedes Mal 3 Minuten ab. Pick-Time in der Lobby auch 2,5, 3 Minuten. Loading-Screen 1 Minute. Nur damit die in 25 bis 30 Minuten in den Arsch gefickt werden können. Das nehmen die in Kauf. Das nehmen die in Kauf. Und das jedes Spiel, das verstehe ich nicht. Das will nicht in meinen Schädel rein. Das will einfach nicht in meinen Schädel rein. Dann wundert man, wenn wundern die sich, warum deren Mütter beleidigt werden? Warum der Computer, warum Internet dafür sorgt, dass seine Mutter vor mir sicher ist? Das einzige Schutzschild, was der Hurensohn hat. Und dann wundert der sich, warum der beleidigt wird, weil man seine Mutter anders nicht erreicht. Nur durch Beleidigung. Und dadurch musst du noch Report klicken, der mit diesem Hurensohn in dem Spiel war, nochmal bestraft werde. Ich werde bestraft, weil ich mit Hurensöhnen spiele. Wo ist der Sinn? Bunu bilirsen anlatsın bana moruk. Das will nicht in mein Schädel rein, Digga. Das sind Sachen, das geht. Ich träume nachts davon. Das geht einfach in mein Schädel. Ich kann nachts nicht schlafen wegen so einer Scheiße. Wegen so einer Scheiße kann ich nachts nicht schlafen. Aber egal.